Ich sehe Urgewalt als ganz, ganz wichtigen Transparenzbegleiter. Das, was Urgewalt macht, ist, wir zeigen, was das Geld wirklich tut. Wenn dann Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren, ihr Leben verlieren, ihr Haus verlieren, ihren Zugang zu Land, zu Bildung, zu Nahrung verlieren, dann sind das Menschenrechtsverletzungen, die damit einhergehen. It is a war against nature and against those societies that still live close to nature. But hardly anyone realized to what extent we are responsible for this destruction. Warum sollte man von vornherein denken, es geht nicht? Also lass uns doch besser denken, was geht. Und in Ihrem Fall, Herr Grossmann, heißt vorweggehen, zurücktreten. Danke. Auch Spaß, gerade wenn der Gegner so übermächtig zu sein scheint, zu überlegen, ah, wie könnte es doch gehen? Und oft geht es.